IAMB, Internationale Ausstellung für Metallbearbeitung, ist die Leitmesse der Branche und zählt zu den Top 5 Messen weltweit für Zerspanungstechnik. Alle 2 Jahre zeigen rund 1350 Aussteller aus nahezu 30 Ländern die neuesten Entwicklungen bei Werkzeugmaschinen, Präzisionswerkzeugen und ergänzenden Geräten für die Metallbearbeitung. Natürlich ist die GEFA Bank als einer der führenden Hersteller unabhängigen Finanzierungspartner auf der Messe vertreten. Die IAMB ist dieses Jahr für uns die wichtigste Maschinenmesse. Wir begleiten unsere Vendoren, das sind Hersteller und Händler, mit denen wir kooperieren, auf dieser Messe mit Finanzierungskonzepten. Ziel ist es natürlich, dass unsere Vendoren, die Hersteller, mehr Maschinen verkaufen und auch, dass unsere Endkunden und die Endkunden der Hersteller Lösungen an die Hand bekommen, mit denen sie eine Investition tätigen können. Wir machen das übrigens nicht nur in Deutschland, sondern wir sind auch international vertreten. Die GEFA Bank gehört zum Netzwerk der Société Générale Equipment Finance. Und in diesem Netzwerk können wir im Konzern in über 40 Ländern Leasinglösungen anbieten. Auf ihrem modernen zweistöckigen Messestand hat die GEFA dieses Jahr ein echtes Highlight für alle Besucher installiert. Den kollaborativen Roboter Sawyer von Rethink Robotics. Der größte Unterschied liegt darin, dass wir ein flexibles System haben. Wir kommen also weg von der steifen Robotik hin zu einer Robotik, die sich auf adaptive Veränderungen in der Produktion anpassen kann, und zwar selbstständig und daraufhin reagieren kann. Ja, das ist sicher ungewöhnlich, dass auf einem Stand einer Finanzierungsgesellschaft ein Roboter steht. Die GEFA ist eine unabhängige Finanzierungsgesellschaft und wir beschäftigen uns sehr stark mit dem Thema Innovation, insbesondere in unseren Kernbranchen. Der Roboter ist also mehr als nur ein Eyecatcher. Er ist auch ein Zeichen für die wichtige kontinuierliche Weiterentwicklung der hohen Branchen- und Objektkompetenz der GEFA Bank. Wir beobachten immer mehr, dass das Thema Automation, Automatisierung ganz entscheidend wird und immer wichtiger in der Zukunft wird für unsere Vendoren. Und darauf müssen auch wir uns einstellen. Auch in diesem Jahr konnte die IAMB also wieder wichtige Impulse für die Branche und einen ersten Ausblick auf die Zukunft der Metallbearbeitung geben.